Darüber möchte ich mit meiner Kollegin in Istanbul sprechen, Susanne Pullmann. Der Iran gilt doch bislang als treuer Unterstützer des syrischen Präsidenten Assad. Vollzieht sich da gerade eine Kehrtwende? Also ich denke, von einer Kehrtwende zu sprechen, wäre sicher weit verfrüht. Was wir derzeit aus dem Iran bekommen, ist eine ganze Menge Signale, positiver Signale. Und das hat nicht erst gestern oder vorgestern angefangen, sondern das fing schon damit an, dass man den Juden zum Neujahrsfest gratulierte, dass man sich distanzierte von der Leugnung des Holocaust. Und jetzt kommt Rouhani und sagt, ja, wir vermitteln gerne im Konflikt mit Syrien. Wir wollen keine Atombombe bauen, sondern mit dem Westen über unser Nuklearprogramm verhandeln. Und ja, schaut her, wir lassen auch Menschenrechtsaktivisten frei. Was ist davon zu halten? Also im Augenblick ist es größtenteils erstmal nur ein Lippenbekenntnis. Und man muss abwarten, was für Taten folgen. Ja, es wurden Menschenrechtsaktivisten freigelassen. Aber man muss auch sagen, das sind 11 Menschen für jeden Einzelnen. Wunderbar, dass der frei ist. Aber dagegen stehen Tausende nach wie vor von politischen Gefangenen, die in den iranischen Gefängnissen sitzen. Und wer auch im Gefängnis sitzt, das ist die iranische Opposition. Insofern muss man all diese Angebote, eingeschlossen auch das Angebot mit Syrien zu vermitteln, erstmal als eine ziemlich große und offensichtlich gelungene PR-Offensive sehen. Sie sagen, es ist eine PR-Aktion. Sie sprechen von Lippenbekenntnissen. Aber warum das Ganze? Also Rouhani ist der neue Präsident und wie jeder Mensch, der neu im Amt ist, muss der erstmal zeigen, was er kann. Und zwar auch seinen eigenen Leuten, seiner eigenen Bevölkerung. Und im Iran ist das sehr schwer, dass die iranische Wirtschaft liegt am Boden. Die Wirtschaftskrise ist katastrophal und zwar nicht nur durch die eigene Misswirtschaft, sondern eben auch durch die Handlungssanktionen, die seit Jahren vom Westen dem Iran auferlegt werden. Und da hat sich der Iran wohl gedacht, ohne auf den Westen zuzugehen, können wir nichts machen. Der Iran muss irgendwie wieder auf die Füße kommen und deswegen kommen jetzt diese Angebote. Insofern muss man sagen, das, was wir als außenpolitische Signale wahrnehmen, ist in Wirklichkeit natürlich auch Rouhanis innenpolitische Arbeit. Wie viel Macht hat denn der iranische Präsident Rouhani eigentlich? Rouhani ist der Präsident, aber die wahre Macht, die steht dahinter. Das ist Khamenei, das ist der Religions- und Revolutionsführer, das ist der Sicherheitsapparat, das ist die konservative Geistlichkeit. Insofern muss man sagen, man hat nur so lange Macht, wie man auch liefern kann. Das wird sich also zeigen, wie erfolgreich Rouhani ist. Und man kann sich sicher sein, dass die Hardliner, die Ultrakonservativen, die werden ihn genau dabei beobachten und ihm im Nacken sitzen. Und es wird davon abhängig sein, wie erfolgreich er ist, ob er diese Macht behalten kann. Kommen wir noch mal zurück zum Syrien-Konflikt. Glauben Sie nun, dass der Iran tatsächlich eine Vermittlerrolle einnehmen kann und will oder eher nicht? Also ich denke, man muss positiv sagen, dieses Aufeinanderzugehen, diesen Dialog, diese Diplomatie, die ist sicherlich zu begrüßen und sollte man auch nicht unterschätzen. Trotzdem denke ich, muss man andererseits auch aufpassen, das Ganze nicht aufzublasen. Wir haben keinerlei konkrete Angaben, wie der Iran sich das vorstellt. Und insofern ist auch viel Wunschdenken von Seiten des Westens dabei, denke ich. Und deswegen würde ich dabei bleiben, ein vorsichtiger Optimismus, aber erstmal abwarten, was für Taten folgen werden. Susanne Pullmann in Istanbul, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.